Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen an diesem ersten Advent, zu Beginn eines neuen Kirchenjahres hier in unserer Kirche, zu einem musikalischen Gottesdienst. Ganz besonders herzlich begrüße ich Frau Polisch, ihre Schülerinnen und Freunde und mit denen sie gerne Musik macht. Wir wollten ja ein richtig großes Konzert machen zum ersten Advent. Das geht nicht, aber wir haben gesagt, einen musikalischen Gottesdienst dürfen wir machen. Weil wir dann doch etwas zu schnell waren, haben wir das Programm dann schon mit Konzert fertig gemacht und haben gesagt, Papier alles in die Tonne drücken und nochmal alles ausdrucken, wir müssen dann nicht machen. Sie wissen alle, dass Sie jetzt beim musikalischen Gottesdienst sind, auch wenn da oben über dem Programm noch Konzert steht zum ersten Advent. Wir machen das als einen musikalischen Gottesdienst und freuen uns, dass wir miteinander Gott loben dürfen, dass wir gewiss sein dürfen, dass Gott auch uns seine Nähe und seine Gnade schenkt. Denn das feiern wir über dem Advent, dass wir hoffen und beten, dass Gott auch zu uns kommt, dass er uns alle nicht allein lässt, dass er uns seine Gnade und seine Liebe schenkt, dass wir wissen dürfen, wir können auch unter den Bedingungen von Corona uns vorbereiten, einen Gottesdienst, Weihnachten vorzubereiten, als ein Fest in der Familie, als ein Fest der Gemeinschaft, in der wir füreinander da sind, einander Gutes tun, soweit wir das können, aber eben auch mit dem nötigen Abstand, den wir dann halten müssen und all den Dingen. Darum sieht das hier jetzt auch alles ein bisschen vielleicht komisch aus, aber Herr, ich muss mich mal wieder mit dem Nachnamen, Herr Binder, tut mir leid, dass ich den Namen nicht vergessen habe. Er hat gestern den ganzen Tag noch 5 Stunden gearbeitet draußen, um diese Plexiglasscheiben so fertig zu kriegen, dass also zwischen allen Aktiven und auch zwischen Ihnen, wenn wir hier sprechen, immer noch eine Plexiglasscheibe ist, sodass wir eben wirklich hoffen, dass die Aerosole da bleiben, wo sie sind und hier dann langsam runterfallen und niemandem irgendetwas Böses tun, falls jemand dann doch hier ist, der Corona hat, was wir ja alle nicht hoffen, dass das so ist und dass es eben auch so bleibt. Darum auch der Hinweis, die meisten von Ihnen machen das schon. An sich sind wir gehalten, auch innen drin jetzt möglichst die Maske zu tragen. Wer das nicht kann, kann sie zwischendurch auch nochmal runternehmen, um ein bisschen freier wieder zu atmen. Aber es ist schon ganz gut, wenn wir jetzt so lange wie möglich, wenn wir nicht, also wir machen das eigentlich auch, wenn wir nicht gerade dran sind, dann singen, dann hast du die Freude weg, wenn die Leute für sie singen oder ich jedenfalls auch spreche, dann verstehen sie mich gar nicht, wenn ich die Maske auf hätte. Aber ansonsten, wenn es geht, wollen wir dafür sorgen, dass möglichst wenig Aerosole in der Luft sind, damit möglichst wenig Gefahr besteht, dass irgendjemand angesteckt wird. So wollen wir jetzt diesen zweiten, heute musikalischen Abendgottesdienst zum ersten Advent zur Eröffnung der Adventszeit miteinander feiern. Wir freuen uns, dass wir Gottes Kinder miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke den Musikern ganz herzlich, dass sie für uns jetzt den größten Teil der Verkündigung übernehmen mit all der schönen weihnachtlichen Musik. Amen. Oh,
vielen Dank schon. Thank you.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn, Heiland und Bruder Jesus Christus. Amen. Advent heißt Ankunft. Einfach aus dem Lateinischen übersetzt die Ankunft. Wir warten auf das Kommen des Herrn und warten fällt uns oft ganz schwer. Ich muss das jetzt mal von mir zu geben, weil ich mir so an sich an ihre Kindheit erinnern. Ich habe meine Eltern schon, wenn wir zu den Großeltern gefahren sind, noch auf der A29, bevor wir überhaupt auf die A1 gekommen sind, gemerkt, sind wir bald da, nicht weil wir doch dann eigentlich schon längst wieder bei den Großeltern sein wollten. Kindern fällt das oft ganz schwer, warten zu müssen. Und immer noch kommt er nicht. Und immer noch kommt er nicht. Und doch ist die Adventszeit mit dem Warten eine ganz besonders schöne Zeit. Weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir geht es jedenfalls je länger, das mache ich immer schön, so, der so. Und eigentlich geht die Adventszeit immer auch besonders schnell. Vielleicht auch, wenn man beruflich ist, auch wenn man was vorbereiten will. Ich kenne das jedenfalls von ganz vielen, die mir sagen, wenn dann schon der erste Advent ist, ist ganz schnell auch Weihnachten. Und all die Vorbereitungen, die man bis dahin dann noch machen will, da muss man dann sehen, wie man das alles hinkriegt. Und insofern ist diese Wartezeit doch dann manchmal auch wieder gar nicht so lang. Ich glaube, es tut uns allen gut. Ich denke Ihnen auch, und Sie werden das auch feststellen, wenn wir dabei mal innehalten, wenn wir uns Zeit nehmen, einfach in Ruhe, gemütlich, auch wenn wir es nur mit kleinen und wenigen Leuten tun dürfen, mit den nächsten Verwandten, einfach uns zum Tee zu treffen, eine Kerze anzuzünden, eben miteinander zu plaudern, vielleicht mal zu spielen. Sie können dabei auch gute Musik hören, deswegen sind Sie, denke ich, auch alle hier, weil Sie sich ja freuen, dass Sie dieses schöne Konzert miterleben dürfen und die Musik eben auch aus vielen Teilen der Welt uns mitnimmt in das Warten auf Gott, in das Hoffen, dass Gott auf uns seine Gnade und seine Liebe schenkt. Wir dürfen sicher sein, Gott ist für uns da. Und ich habe von Frau Brusch gehört, das wird ja jetzt aufgezeichnet. Also insofern können Sie demnächst auf YouTube, nicht, denke ich, dieses Konzert dann auch finden, wenn Sie es nochmal nachhören wollen und wenn es Ihnen so gut gefallen hat, dass Sie sagen, ach, das ist sicher auch für andere schön, die zu Hause sitzen und einfach gemütlich ein bisschen den Advent begehen wollen. Die können sich das dann auch zu Hause nochmal anhören. Und ich denke, es ist etwas, was wir alle immer wieder machen können und uns damit einstimmen in das Weihnachtsfest, in die Gewissheit, dass Gott eben auch zu uns kommt, dass er uns nicht allein lässt, auch wenn wir viele Dinge in der Welt nicht verstehen, auch wenn wir manchmal sicher klagen, warum jetzt auch noch Corona, warum alle möglichen Schwierigkeiten eben immer wieder sein müssen. Wir dürfen wissen, Gott lässt uns alle nicht allein. Er ist da und er begegnet uns oft, gerade auch in denen, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen. Und darum finde ich es ganz wichtig und auch ganz schön. Und am ersten Advent darf man das dann vielleicht auch schon. Sie alle kriegen das jetzt nicht von mir, das tut mir leid. Ich mache das immer zum neuen Jahr, und dann wird die Silvester feiern. Aber die Musiker kriegen das von mir, schon mal den kleinen Kalender. Als Dankeschön, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich denke, das ist ein ganz, ganz gutes Wort, das uns jetzt schon durch den Advent, aber dann eben auch durch das neue Jahr begleiten kann, dass wir doch alle immer wieder barmherzig sind und eben, wenn andere Leute ungeduldig sind, das tragen können, eben auch darauf hoffen und vertrauen, dass andere uns mit unserer Ungeduld und unserem Hetzen oder irgendwie so auch mit ertragen, dass wir barmherzig sind, weil wir wissen, wir sind alle von Gott getragen und geliebt. Mit all unseren kleinen Fehlern hat er uns als seine Kinder angenommen. Und darum dürfen wir einander annehmen.